Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy. In der letzten Folge waren wir in dieser Galaxie unten, also im Schlafzimmer unterwegs und haben in den Galaxien die versteckten Sterne gesammelt. Jetzt, denke ich, kümmern wir uns um etwas. Fucking hell. Noch nicht um Luigi, das machen wir irgendwann anders. Da habe ich gerade irgendwie wenig Lust zu. Ich denke, wir kümmern uns heute erstmal um die Gummilumas, die hier auf dem Schiff rumgeistern. Und dann gehen wir in die neue Kuppel rein, in den Maschinenraum. Denn wir könnten jetzt schon ins Finale gehen, aber das machen wir erst, wenn wir keine Kometen haben oder keine Sterne, die wir im Moment sammeln können. So. Wie viele Sternteile wir so haben? 400? 6. Wir haben hier ein paar. Das war's, mein Bauch ist voll. Wollen wir mal loslegen? Was für eine Galaxie wirst du, mein Freund? Was für ein Stern bist du? Tränengalaxie-Ausbruch der Riesenale? Ist das eine Wasser... Ja, das ist eine Wassergalaxie. Okay. Okay. Was ist denn, großer? Seit diese Riesenale aufgetaucht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Kann man diese Aale nicht besiegen? Ja, bestimmt unter Wasser oder so. So, hier. Was haben wir denn hier? Irgendwo haben wir hier bestimmt. Torpedos, alles klar. Ach du Kacke, echt jetzt. Gut, mal gucken, was gibt's hier noch? Muss ich die alle einfach echt besiegen? Komm, echt jetzt. Muss ich also echt einfach abschießen, ne? Ich muss ja halt auch treffen, ich Depp, ne? So. Warum schießen hier Raketen rum? So. Einfach weitermachen. Da kommt bestimmt irgendein Boss oder so, wenn ich alle jetzt besiege oder so. Wo ist denn der nächste? Alter, die hier zu finden. Und wo kommen die Torpedos bitte unter der Erde raus? So. Was macht der? Aha, was haben wir hier? Okay, irgendwo... Ich glaube, der Rote macht was schneller, oder? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl. Ah! Tatsache. Da hinten ist er. Dann sind die Torpedos tatsächlich einfach nur da, um uns abzufacken. Okay, gut zu wissen. Alles klar. So. Ich möchte noch nicht zum Boss gehen. Ich möchte... Neue Galaxie? Ah, jetzt haben wir tatsächlich alle im Maschinenraum auch. Moment, da unten ist auch eine. Wo ist hier unten? Irgendwo ist hier ein Stern, oder wie? Ich weiß schon. Ah, stimmt. Das ist die hier. Ich kann von hier
was da auch immer gerade angezeigt wurde, wo ich gerade gedacht habe, hä, das ist ein neues Ding. Das ist die finale Welt wahrscheinlich. Da, wo wir Bowser bekämpfen und Peach retten, schätze ich mal. Aber wir machen das erst, wenn wir den Maschinenraum haben. So, ich habe Sternteile, doch klar. 800. Ja, ich habe danach noch 500 übrig. Das heißt, für den im Maschinenraum brauchen wir 1000. Ja, bis der auftaucht, haben wir bestimmt alle wieder. Scheiße, stimmt. Ich habe ja gerade Zelda aufgenommen. Die Batterieleistung lässt er nach. Ja, ich hoffe, die Folge geht noch. Habe ich tatsächlich vergessen. Und wenn, dann nehme ich ja kurz die Nunchucks von der Switch. Fischtunnelgalaxie, goldener Köder. Alter, ich war doch gerade in der Wassergalaxie. Was will ich jetzt nochmal? Okay, ich musste irgendeinen Panzer bringen. Aber ich muss erstmal mit dem reden, um zu. Ich kann nur mit dem goldenen Panzer das machen, hä? Das ist mein Versteck. Ein perfekter Ort zum Angeln. Ich kann den nur mit dem goldenen Panzer kaputt machen. Den müssen wir wohl erst suchen gehen. Ja, Bro. Alter, Bro. Hä? Einfach wieder unter Wasser gehen. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier machen muss gerade. In die Strudel will ich auf jeden Fall nicht rein. Das lasse ich mal. Okay, what the fuck? Wo sind hier bitte Sternteile? Aha. Ich verstehe, die sind hier unten versteckt. Einfach am Meeresboden. Ich hoffe, die sind die anderen alle vier. Ja, ja. Ach Gott, da sehe ich erstmal ein bisschen verwirrt. What the fuck wird von mir verlangt? Da haben wir das letzte. Hat eigentlich gerade schon vorgehabt, in die Drecksdinger reinzuschwimmen. Diese Kamera, ne? Die Bewegung bei dieser Kamera. Gut. Geier, ist der Kackausgang da. So. Alles klar, einfach hier durch. Okay. Wäre ich die Dinger schneller gesehen, dann wäre es schneller gegangen. Captain Toad? Alles klar. Puh, ich wäre beinahe erstickt. Oh, Mario. Ach, ich wollte gerade einen Powerstein aufheben. Da ist der in der Schatz... in diese Schatztruhe gefallen? Es war furchtbar. Na, jedenfalls, nimm du bitte den Powerstein, den ich gefunden habe. Okay, das war eine Frage, als ob ich es gerade vorgelesen. Ja, egal.
Hier bitte, ein paar Sterne. Dann schauen wir uns jetzt noch den Maschinenraum an. Was für Galaxien erwarten mich im im Maschinenraum? So, es sind irgendwo... es sind keine Dinge aufgetaucht, keine Kometen. So, dann gehen wir jetzt dem Türkisen hinterher. Aber da ist der Maschinenraum. Hier oben. Wir können allerdings eigentlich auch mal wieder bei der Bibliothek vorbeischauen. Um zu gucken, was die neuen Kapitel zu uns sagen. Weil wir haben 3 Stück, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die wir noch lesen können. Die ersten 2 haben wir. Aber jetzt sind halt noch mehr dazu. Gut. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Das Geile ist ja, wenn du 60 Sterne hast, kannst du das Spiel eigentlich schon beenden. Um die letzte Ding hier zu machen, aber mit 60 kannst du schon zur finalen Welt gehen. Ah ja. Kreaturfabrik, wo gehe ich denn hin? Ich will eigentlich jetzt noch keine nächste Wasserwelt dazu machen, Alter. Herbstwald. Reifenozean. Spielzeugschachtel. Ja, kümmern wir uns um den Kack jetzt einfach. Der Stern und die Skelette. Das ist wahrscheinlich irgendwie der, was ich besiegen muss. Ja, ich muss, glaube ich, einen Boss besiegen. So. Tatsache. Da ist er ja. Ah ja. Ach, Kacke. Kommt schon, Kumpel. Bro, ich konnte halt nicht nach unten, weil die Kamera so beschissen ist hier. Komm. Ja, danke. Und tatsächlich, der Rote ist schneller. Aber jetzt weiß ich halt echt nicht, wo das Skelett ist hier. Gut. Nehmen wir den mit? Egal. Einfach hier rüber. Das ist, glaube ich, der letzte Treffer jetzt auch. Ne, tatsächlich noch einer? Ne, das war's. Nee, ist tatsächlich noch einer. Komm. Komm. Kacke, jetzt sterbe ich auch gleich an Luft. Komm. Die Frage ist, ich bin gerade Stelle. Ah, jetzt ab. Wäre ich bei Luft gleich direkt im Ober? Oder nicht? Wo ist der Hai? Komm schon, Hai. Jetzt ab. Aber das ist ein interessanter Boss mal, ne? Und ich habe ihn halt tatsächlich lieber den Spawnpunkt besiegt.
So. Jetzt. Alter, drei Wasserwelten in einer Folge. Aber dadurch haben wir jetzt auch drei Galaxien abgeschlossen. Gut. Damit würde ich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir, wie der Maschinenraum weitergeht. Ciao. Euer Gladius.